Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train und... Oh mein Gott, wir haben am letzten Mal hier gebaut. Ich weiß noch, ja, als wäre es gestern gewesen. Oh mein Gott, holy shit. Wir sind hier fleißig im Umbaumodus und das wird... Ach du Scheiße, das wird dauern. Das wird sowas von dauern. Bis wir hier noch aus dem Depot rausfahren. So, wir wollten, glaube ich, Regale bauen, ne? Nein. Ich wollte das Buch ausrüsten und Regale bauen. So. Und zwar 4 Stück an der Zahl, wenn ich mich recht entsinne. So, dann probieren wir das mal, dass wir das vielleicht so einigermaßen hinbekommen, was Flexi aus der Vergangenheit zum Tier hinterlassen hat. Er hat ja Gott sei Dank... Gott sei Dank, schon mal gut vorgearbeitet. Dafür danke ich ihm. In die Vergangenheit rein. Das passt irgendwie nicht ganz, warum auch immer. Sieht irgendwie falsch aus. Das steht doch vor, oder? Ja, tatsächlich. Oder? Ja, so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich, weil der eine da hinten nicht richtig steht, oder? Na egal, ich lasse es jetzt so stehen. Dann würde ich hier, genau, hier würde ich in der Ecke noch einen so hinpacken. Und zwar so weit wie möglich in die Ecke rein. So. Ach stimmt, wir müssen ihn ja auch noch, ne? Das heißt, wir können ja da drüben gar kein Regal bauen. Weil er muss ja auch noch irgendwo Platz finden. Ja, danke. Stimmt ja. Weil wir können ihn ja nicht einfach hier hinstellen, weil dann kommen wir nachher nicht in die Kisten dran. Ja. Dann reicht das. Erstmal. Würde ich behaupten. Erstmal. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Und Holz, ne? Genau. Holz, 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 Holz. Na gut, hier können wir ja auch einfach hier dran gehen, wenn wir wollen. Das war... Krimskrams, Krimskrams, Krimskrams. Holz, Holz, Holz. Hier fängt Metall an. Wieso haben wir denn so viele, so wenig Metallkisten? Sag mal. Wieso habe ich die nicht da drüben hingepackt? Hä, wieso habe ich das so komisch gemacht? Warte mal. Wieso ist das... Wieso habe ich das denn so komisch gebaut? Was habe ich denn da in der Vergangenheit gemacht? Wieso steht das Regal falsch? Oh, ich habe die Regale falsch gebaut. Ich bin so ein Horst. Deswegen passte das nicht. Mann! Sowas aber auch. So. Jetzt aber. Ich habe vergessen zu rotaten. Na. So. Ach Gott, ich bin so ein Otto. Ich bin der Otto. La la. Und ich spiele gerne mal Lotto. La la. Kennt ihr das Lied? Ich finde das voll cool, wenn man das umreimen würde. Ich habe da voll die Idee für gehabt. Also hier Motto, das Lied. Da könnte man gut was reimen, so. Er ist voll der Otto. Mm-mm. Er gewinnt niemals beim Lotto. Mm. So, gut, dann haben wir da 2 frei. Dann Metall, 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 Metall. Holz, Holz, Metall, Metall. Genau, also, das heißt also für uns, wir haben ja da vorne noch Kisten, die wir jetzt erstmal umplatzieren müssen. Nahrung. Nein, ja. Die ich jetzt erstmal auch umplatzieren möchte. Was ist das denn? Wieso kann ich die nicht auswählen? Ja, wieso kann ich die Kisten nicht auswählen? Wieso kann ich die... Ich kann die Kisten nicht auswählen. Warum? Oh nein. Wieso kann ich die... Ich kann die Kisten nicht mehr auswählen. Was ist das denn für ein Bug?
Okay, ich wähle mal erstmal das Buch aus. Vielleicht regeneriert sich das dann. La 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 la, okay. Oh, das wäre jetzt blöd. Wenn wir durch den Bug das nicht mehr wegmachen können. Ich gehe nochmal hier ins Menü. Vielleicht ändert sich das dann. Oh ja, das sieht viel besser aus. Oh mein Gott, ja. Das sieht wesentlich besser aus. Das sieht strukturierter aus, auf jeden Fall. Hallo steht da drauf, ne? Oder? Auf dem Bildschirm? Ich glaube, ja. Hallo! So, Freunde. Darf ich den Hammer nochmal ausrüsten jetzt? Überher der Hammer. Der Hammer in the morning. Ich kann es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ach Gott, ich bin so doof. Ich habe einen Filter drin gehabt. Oh, lol. Es tut mir leid. Ich hatte den Filter drin. Egal. So, Nahrung. Ich packe hier vorne mal Nahrung hin. Würde ich auch direkt umbenennen. Ist das hier die andere Nahrungscontainer? Das ist Trinken, ne? Trinken. So, trinken. Dann machen wir hier Essen. So. Das müssen wir auch alles auffüllen, ne? Apropos Essen und Trinken, ne? Es wird schon weniger. Aber das sind ja, glaube ich, ja, das ist, Moment, das ist ja hier, warte mal, warte. Moment, ich muss mal eben hier. Rohessen. So, dann weiß ich, dass das Rohessen ist. Und hier kommt fertig trinken. Genau. Kann ich das auch umändern? Fertig trinken. Genau. Aber wir hatten doch noch eine Kiste mit. Hä, wo ist denn die? Ist die hier am Stehen? Wo ist denn die Essenskiste? Oder war die leer? Ah, hier. So, Essen war oben, ne? Genau, Essen fertig nennen wir das. Warte, ich mach das anders. Ich mach den, das Essen. So, dann ist der Unterschied groß mit fertig und so und roh. Genau, trinken hatten wir auch da. Ja, wir müssen gleich was essen trinken. Ich sehe schon. Wo war das jetzt? Hier. So, noch mehr eben umbenennen. So, haben wir. Gut, dann ist das fertig. Ich würde tatsächlich gerade mal eben schnell was schnabulieren. So, gesättigt. Und Durst auch gelöscht. So, mit dem Durstlöscher. Heißt also, wir brauchen 1, 2. Obwohl, wir haben noch Kisten, ne? Moment, 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 wir haben noch Kisten. Wo packe ich die denn hin? Gut, wir können das ja noch ein bisschen umplatzieren alles, ne? Die nehme ich auch schon mal mit. Achso, wir brauchen Wood. Hast du Wood dabei? Danke. So, weiter geht's mit der Umbaumaßnahme. Weiß gar nicht, was war denn jetzt hier drin? Hier war jetzt, das lasse ich mal hier hinten. Hier waren jetzt die Bandagen und so ein Kram drin. Was war denn hier? Hier war Zink. Und hier war auch Krimskrams, ne? Da die zweite Reihe. Da kann ich ja zum Beispiel Krimskrams, kann ich ja zum Beispiel hier den hier schon mal dahin packen. So. Ja, die wollte ich ja nicht umdrehen. Ist ja scheißegal.
da kann ich auch den hinpacken, glaube ich. Das Umräumen kann man ja immer noch machen, ne? Das ist ja jetzt nicht so schwer, nicht so schlimm. Warte mal, kann ich? Das kostet mich bestimmt auch Wut, ne? Egal, dann haben wir das jetzt einmal ordentlich. Komm, scheiß drauf. So, das ist Kohle. Nehme ich auch mit. Kommt auch hinten ins Lager. Packe ich erstmal hier hin. Ne? Wir müssen ja erstmal Kisten aufbauen. Das war's an Kisten, ne? Ja, ich glaube, wir haben alle Kisten einsortiert, die wir einzusortieren haben. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal. Hier ist voll, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Kisten brauchen wir insgesamt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Schrauben. Und jede Menge Barren auch. So. Schrauben hatten wir, glaube ich, so nicht mehr auf Lager. Danke für Wood. Ja, ihn müssen wir noch umplatzieren. Das kann ich auch mal eben machen. Den würde ich hier hin platzieren einfach. Den kleinen Scheißer. Ja. Weil dann haben wir nämlich hinten auch den Platz hier, um da hinzugehen. Ach, sehr schön. Was freue ich mich. So, ich muss mal aus dem Baumenü rausgehen, ne? Nicht, dass ich gleich irgendwas abreiße. So. Weil dann geht es nämlich jetzt daran, Kisten herzustellen. Und dann bauen wir... Ja, und dann bauen wir Dächer und Wände und hast du nicht gesehen und tralala. Und das wird noch so viel kosten. Ich hoffe, wir haben noch genug Ressourcen. Aber das gefällt mir auf jeden Fall schon wesentlich besser. Das sieht strukturierter aus wie vorher. Kann man so sagen, wie es ist. Das ist auf jeden Fall strukturierter. Das ist einfach so. So. Sehr schön. Ja. Gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Dann gucken wir erstmal, wie wir jetzt bauen können. Ich glaube zwar noch nicht so viele. Weil es, glaube ich, auch noch Wood fehlt. Hat er wieder gekotzt? Ja, hat er. Sehr schön. Immer auch noch mal ein bisschen Wood. So, Kiste. Ja, wir brauchen noch... wir brauchen noch jede Menge Barren. Kiste, also hilft nix. Barren. Herstellen und let's go. Aber trotzdem können wir schon mal Kisten herstellen. So. Eins. Wir können ja eigentlich im Prinzip ja schon mal platzieren, auch die Blueprints. Ich weiß noch nicht, was ich hinten reinpacke. Ich muss ein bisschen, weiß nicht, ob ich das noch irgendwie so anders sortiere. Vielleicht hinten die Prophezeiung oder so, was man ganz selten braucht. So. Haben wir, glaube ich, alle, ne? Ich glaube, wir haben alle. Ja. Ich glaube, wir haben alle. Kann ich noch ein paar Dings herstellen? Ja, ein. Wow. Ja, okay. Besser wie gar nichts. Fertig. Fertig. Ein Wood fehlt uns. Holz haben wir. Da ist gar kein Problem. Holz haben wir. Haben wir irgendwo eine angefangene Kiste? Wir haben nichts mehr im Inventar, ne? Ich glaube, wir brauchen noch wieder Schrauben. Oh, das Holz geht uns aus. Oh, nein. Oh, ja, das... Das waren die einzigen Holzkisten, ne? Oh ja, wir haben nur noch eine Kiste voller Holz. Gut, die Kisten kriegen wir ja immer noch zusammen, ne? Da brauchen wir nochmal Schrauben.
Hier brauchen wir auch nochmal alles, glaube ich. Ja. Okay. Weil ich will jetzt nicht allzu viel, was das Problem ist. Wir brauchen ja, wie gesagt, noch... Warte mal, wir haben jetzt einen Barren, ne? Scrap Metal... Er hat gekotzt. Warte. Wie sich das anhört, er hat gekotzt. Scrap Metal haben wir ja noch ein bisschen. Leer. Voll, voll. Voll, voll. Leer. Voll, ne, glaube ich. Und hinten war auch Metall. Also Metall haben wir noch gut voll. Muss man einfach so sagen. Dann würde ich erstmal hier leeren. Und davon erstmal ein paar Barren nochmal herstellen. Dass man nicht mehr herstellen kann, finde ich irgendwie sehr merkwürdig. Aber egal. So, kann ich hier noch irgendwie... der hat Holz. So, der braucht... Auf jeden Fall brauchen wir noch drei Barren. Dann haben wir das auch fertig. Der ist hier so ein bisschen alleine hinten, der Fridolin, ne? Naja, egal. Die Kohle geht uns aus. Aber die drei Barren haben wir. Gut, die Kissen, wie gesagt, die können wir immer noch fertig machen. Das Holz habe ich jetzt mal da reingepackt. So, dann haben wir jetzt das Holz erstmal so weit weg. Sehr schön. So, wie gesagt, Barren können wir immer noch herstellen. Brauchen wir ja sowieso jetzt gleich, weiß ich jetzt schon. Nur das Problem ist unser Holzvorrat. Deswegen würde ich jetzt nicht Holz nehmen zum Brennen, sondern eher die Kohle, wenn ich jetzt weiß, wo die war. Oh Gott, jetzt geht das Suchen los. Da soll ich mal umbenennen, ne? Warte. Kohle. So. Ganz ehrlich. Nehme ich mit. So. Wir müssen sowieso ein paar brennen. Also führt eh kein Weg dran vorbei. Ein paar Barren. Wenn wir jetzt gleich Wände und so bauen wollen, brauchen wir die bestimmt. Würde ich mal behaupten. Warten wir nochmal eben ab. So. Ja. Ich würde jetzt einmal das umbauen hier. Das können wir immer noch machen. Hier hatten wir ja kein Holz mehr drin, ne? Zwei Barren aber noch da drin. Hui. Und Schrauben. Hallo. Und Chemikalien. So, warte. Ich schau mal. Was brauchen wir denn dafür? Also. Hier würde ich jetzt erstmal, weil hier sind wir ja soweit erstmal fertig mit dem Umbauen. Hier würde ich sagen, zwei Schrauben, vier Barren? Leck mich fett. Okay. Also brauchen wir Barren. So viel steht schon mal fest. Es war ja klar. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Ich meine, zwar keine Fenster, aber egal. Aber wir haben eine Wand und ein Dach. Oh mein Gott, das wird so geil. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Holy shit. Das wird mega gut. So, ich stelle nochmal Schrauben her. Das wird richtig geil. Ich freue mich. Endlich, endlich, nach der langen Zeit! Endlich! 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 Mein Gott! Endlich Wände und Dächer! Nach wie viel Gefühlen folgen? Ja, nach gefühlt 1000 Millionen Folgen haben wir endlich das erreicht, was wir wollten. So. Reicht das? Ich mache nochmal ein paar Barren. Weil wir es einfach auch können gerade. Gott sei Dank brauchen wir aktuell kein Holz. Wir brauchen Holz noch zum Umbauen, ne? Wir müssen gut überlegen. Also Holz ist echt schnell ausgegangen jetzt. Wir müssen uns gut überlegen. Frage mich, wenn ich jetzt die Handrails abbaue,
Ob ich dann da auch was bauen kann. Ja! Juhu! Oh mein Gott. Holy Jesus. Unser erster Waggon ist fertig. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das geil. Hä, wie geil. Sogar wenn man draußen ist. Oder? Ja, es ändert sich sogar der Sound. Also es ist hier drin nicht mehr so windig. Es ist so krass. Hier draußen hört man den Wind eher als hier drin. Das ist ja mega. Das ist richtig cool. Also Freunde, unser erster Waggon. Holy shit. Zwar ohne Wände. Wahrscheinlich können wir das später noch mehr. Das wird richtig cool. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Und ihr solltet es auch. So. Was machen wir denn jetzt? Holz geht uns aus, ne? Holz können wir ja genug finden. Wir müssen die Tafel noch einsortieren. Es hilft nichts. Wir müssen auf jeden Fall... Wir brauchen noch Schrauben, ne? Weil wenn wir die anderen Wände machen wollen... Und wir brauchen Barren. Stellen nochmal Barren her. So, warte. Weil ich würde hier die Wände auf jeden Fall auch schon mal fertig machen. Und dann können wir nämlich hier die ganzen Maschinen, die Anlagen, die Werkbänke und so, ja, auch so zusammenstellen, wie ich das gesehen habe, was ich mal vor, glaube ich, 3, 4 Folgen erzählt hatte, dass man die auch so hintereinander stellt, quasi wie hier diese Regale. Oh, geil, ein ganzer Waggon, nur Lager, holy shit. Und wir sind noch nicht fertig damit, ne? So, dürfte reichen, oder? Wir schauen mal. Ja! Oh mein Gott, holy shit. Oh mein Gott, holy shit, wie geil das aussieht. Holy fucking shit. Oh mein fucking Gott. Wie geil das ist. Hi, mein Freund. Ja, oh, ich habe ein Grinsen auf den Lippen. Oh mein Gott. Das sieht so fett aus.